Am Wort ist nun der Abgeordnete Peter Wurm. Bitte, Herr Abgeordneter. Ja, danke, Herr Präsident, Hohes Haus, werte Zuseher. Ja, vielleicht noch einmal zu den Zahlen, Daten, Fakten bei diesen Volksbegehren, das ja sehr ehrenswert ist und das wir auch unterstützen. Es gibt keine ganz genauen Zahlen zu diesem Thema, aber es gibt natürlich einige Studien. In Österreich zwischen 800.000 und 1 Million Tonnen an verschwendeten Lebensmitteln. Es sind 5 Teilbereiche, wo das verschwindet oder entsorgt wird. Der größte Teil, und das ist, glaube ich, schon einmal zum Nachdenken, in etwa 53% zu Hause in den privaten Haushalten. Das ist der größte Problemkreis, wo Lebensmittel verschwendet werden. Der zweite Teil ist dann 15% Landwirtschaft, 15% Produktion. Sie merken es schon, es wird immer weniger. Dann in etwa 12% bei der Gastronomie und der kleinste Teil knapp 5% im Lebensmittelhandel. Und von diesen 5%, um auch die Dimension klar zu machen, landen dann genau 2% bei den Sozialmärkten. Das heißt, die Sozialmärkte retten dieses Thema nicht oder die können im Prinzip nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Das sind einmal die Zahlen, Daten, Fakten dazu. Wir selber als FPÖ haben im Konsumentenschutzausschuss seit vielen, vielen Jahren Anträge eingebracht, ganz konkret. Die Frau Kollegin Fischer wird es wissen, bereits 2015 Anträge zu diesem Bereich. Dann hat diese Regierung, so wie üblich, halt eine Showpolitik gemacht. Und vor 3 Jahren, Frau Kollegin Fischer, haben Sie gesagt mit der ÖVP, Sie machen eine Koordinierungsstelle zu diesem Thema. Keiner von euch hat gesagt, was ist die letzten 3 Jahre in dieser Koordinierungsstelle passiert. Da ist ein Antrag, habt ihr eingebracht im Ausschuss, ist beschlossen worden mit eurer Mehrheit. Wir haben damals schon gesagt, reine Showpolitik. Bitte ÖVP, Grüne, was hat diese Koordinierungsstelle die letzten 3 Jahre gemacht? Oder vielleicht kann der Minister Rauch, der neben mir sitzt, dass sich dazu äußern, ob da irgendwas passiert ist, weil das ist ja die typische Ansage dieser Regierung. Sie machen immer Ankündigungen und passieren dort dann genau gar nichts, Herr Minister. Oder Sie können mich gerne berichtigen, wenn da was passiert ist in dieser Koordinierungsstelle. Es ist noch einmal, das Thema Lebensmittelverschwendung ist ein sehr komplexes, aber ich darf schon darauf hinweisen, wir haben uns, sage ich mal, nicht wir, aber vor allem Sie, mit allen Auflagen von EU-Richtlinien angefangen, bis zur eigenen Bürokratie-Wahnsinn, haben wir uns halt auch viele Möglichkeiten genommen, Lebensmittel noch sinnvoll weiterzuverwenden. Es gibt Hygienevorschriften, es gibt Bürokratie, es gibt unzählige Auflagen, die es ganz, ganz schwierig machen, diese Lebensmittel zu verwerten. Ich sage das immer, der berühmte Schweinstrog, den es früher gegeben hat, wo Lebensmittel sowohl aus der Gastronomie, Landwirtschaft, sonst was noch sinnvoll verwendet wurden, die hat die Landwirtschaft sich selber genommen, diese Möglichkeit. Und jetzt landet es halt in der Vergasungsanlage oder im wirklich Restmüll. Und das sind alles Dinge, die kann man meiner Meinung nach nur mit einem echten Ansatz an Entbürokratisierung, und das fängt in Brüssel an und hört da im Parlament auf, wieder reduzieren. Und dann gibt es den großen Teil der Haushalte, auch da darf ich einmal kritisch anmerken, die wenigsten wissen halt noch, wie sie Lebensmittel verwenden können. Und auch das hat natürlich einen ideologischen Hintergrund, weil das war ja immer ganz gaga, so quasi den Menschen auch beizubringen, was Kochen bedeutet oder Lebensmittel sinnvoll verwenden. Das ist ja etwas, was ihr nie wolltet. So, das Ergebnis ist, 53% davon wird zu Hause verschwendet, vollkommen sinnlos, Lebensmittel, die man noch sinnvoll verwenden hätte können. Also,